Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Was soll ich sagen? Es geht weiter mit dem Umzug, Umzug Teil 2 sozusagen. Allerdings noch nicht heute, sondern erst morgen. Aber ich nehme euch heute schon mal mit. Es gibt jetzt nämlich noch einen kleinen Vlog sozusagen. Also das ist ja generell Umzugsvlog, aber ich nehme euch heute mal mit. Es ist jetzt Nachmittag, ich fahre jetzt nämlich mit dem Karl gleich an den See. Vorher wollte ich euch noch zeigen, was ich heute gekauft habe, noch für die Wohnung. Also ich war im Baumarkt heute und gestern war ich bei DM. Das habe ich auch noch nicht gefilmt, oder? Es sind keine großen Sachen. Ich zeige euch das eben nur fix. Dann nehme ich euch mit an den See. Und morgen kommt Philipp mit dem T4 voll noch mit Sachen. Und dann nehme ich euch auch mit. Ich hoffe, dass ich daran denke. Ich zeige euch erstmal, was ich heute geholt habe. Und zwar habe ich mir einen Bartmülleimer geholt. Und ein Wandbild. Ich habe nämlich bemerkt, dass da eine Schraube in der Wand ist. Und dann dachte ich mir so, guckst du mal. Das war eher so, ich sag mal so, auf Spaß geguckt, weil da sind hier so Pfingstrosen drauf. Und ich habe mir gestern bei DM eine Seife gekauft, da ist auch eine Pfingstrose drauf. Und hier, naja, das sieht mehr oder weniger danach aus. Aber das hatte ich halt auch so geholt. Dann dachte ich mir so, ja, komm, dann habe ich das hier noch geholt für die Dusche. Das muss man allerdings anbohren. Ich hoffe, dass Philipp das morgen machen kann. Ich habe hier geholt, was dann mal endgültig, also wenn das Bett, das kommt dann hier ganz noch ran. So steht es dann da. Also ich hole mir ja noch ein richtiges. Alles okay. Und dann links davor kommt dann dieses Fell hier als Bettvorleger sozusagen. Wir fahren jetzt zum See. Ich kann euch auch gleich mal noch die Tiefgarage zeigen. Ich weiß, Tiefgaragen sind jetzt, also ich meine, jeder zweite Mensch hat wahrscheinlich eine Tiefgarage oder wenigstens eine Garage. Aber ich freue mich so riesig darüber, dass ich jetzt auch einen Tiefgaragenstellplatz habe, weil ich zum einen jetzt bei dem Wetter, also ich stand da vorhin in der Sonne geparkt. Wir waren vorhin noch am Völkerschlachtdenkmal, also Karl und ich, und da habe ich in der Sonne geparkt und als ich dann wieder kam, stand da beim Auto einfach 39 Grad. Genau, und sowas habe ich nicht. Und zum anderen, ein noch besserer Punkt, ich muss nicht mehr Scheiben kratzen. Und natürlich, das Auto steht einfach sicher und so. Und ich habe halt immer einen Parkplatz, muss nicht suchen. Genau, ich zeige euch gleich dann mal die Tiefgarage und dann fahren wir zum See. Und hier stehe ich. Ich kriege auch noch eine Nummer hier so oben ran, dass es dann auch mein Parkplatz ist. Und das ist, ja, der Tiefgaragenstellplatz. Sehr spektakulär. Strafzettel bekommen. Ich habe nämlich gerade noch gesehen, dass in der Mitte vom Parkplatz auch ein Parkscheinautomat gewesen wäre. Und da stand nämlich vorhin so ein Zettel an dem Automat vorne, ja, hier, der ist defekt und so, bitte den in der Mitte benutzen. Aber ich habe nicht gecheckt, dass die meinten, den Parkscheinautomat in der Mitte vom Parkplatz. Deswegen habe ich halt keinen Parkschein gekauft, ne? Sondern halt einfach die Parkuhr eingelegt, so wie halt stand, bei defekt Parkuhr einlegen. Die könnten ja auch schreiben, bei defekt den anderen Parkscheinautomat benutzen, auf den Automat selbst und nicht, dass das irgendjemand ranschreiben muss. Jedenfalls hatten auch einige andere die Parkuhr eingelegt, deswegen habe ich es auch gemacht. Und ich glaube aber, es wäre sinnvoller oder richtig gewesen, in der Mitte da einen Parkschein zu buchen. Aber so habe ich mir meinen Parkschein gespart. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag und heute kommen Karls Schrank und halt noch ein paar Sachen. Und ich habe jetzt hier schon, boah, ich sehe übelst fertig aus. Ich habe aber echt gut geschlafen. Hallo. Ich habe jetzt hier schon mal Karls Zimmer soweit vorbereitet. Und zwar wird hier hinten an der Wand wird der Schrank stehen. Deswegen habe ich sein Bett jetzt aus der Ecke da weggestellt. Ich habe hier auch nochmal durchgesaugt, also speziell auch die Ecke und alles. Der Karl kommt ein Lichtschalter ran. Ich weiß es nicht. So. Ich war gerade mit dem Karl spazieren. Es hat tatsächlich nicht angefangen zu regnen, aber es sieht jede Sekunde so aus. Und ich bin jetzt hier in der Küche und werde jetzt versuchen mit der Mikrowelle, die hat ja eine Ofenfunktion, und damit werde ich jetzt versuchen, einen Nudelauflauf zu machen. Ich habe auch extra so Suppennudeln geholt, die
ja, nicht so lange brauchen, um gar zu werden. Und ich versuche mal, die Kamera irgendwo aufzustellen und das Ganze von hier dann so zu Zeitraffern. Ja, das mache ich. Weil ich nur noch eine Scheibe Käse hatte. Finde ich, das sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Hier so ein bisschen Soße und ein bisschen Mais, aber das kann man auch so noch essen. Also ich wollte das nicht zu voll machen. Zu und stellen auf Umluft 200 Grad. Und jetzt stellen wir erstmal auf 2 Minuten. Also nach ziemlich genau einer halben Stunde ist das Essen fertig. Es sieht echt ganz normal aus, wie so ein Auflauf eben aussieht, bloß halt, dass halt nicht wirklich Käse drauf ist. Das ist von Karl, das muss jetzt abkühlen. Ich zeige euch das jetzt nochmal, so sieht das jetzt da drin aus. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es insgesamt eine halbe Stunde immer wieder so 5 oder 7 Minuten eingestellt, dann ja, gekostet, angeguckt und so. Der Käse war ziemlich schnell geschmolzen und es roch wirklich sehr gut, sehr schnell und ich bin sehr zufrieden mit dieser Mikrowelle. Es hat auch wirklich nur am Anfang ganz kurz wieder gestunken, aber dann nicht mehr. Genau, wir lassen es abkühlen, essen gleich, ich freue mich und ja, nachher kommt dann irgendwann Philipp mit den Möbeln. Hallo. Hallo. Also Philipp ist da und der Schrank ist da. Dementsprechend werde ich jetzt meine Kamera hier irgendwo aufstellen. Und deine Kamera ist ein scheiß iPhone. werde einen Zeitraffer machen davon, wie der Schrank zusammengebaut wird. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Türen, aber die sind jetzt gerade nicht mitgekommen. Genau, also ich stelle das jetzt hier irgendwo mal auf. Was Philipp gestern alles hergebracht hat und angebracht hat und so. Ich habe ja nur den Zeitraffer noch gemacht, wo er den Schrank da zusammengebaut hat und danach habe ich nichts mehr gefilmt. Ich mache erstmal schnell meine Haare und dann zeige ich euch das. Kinderzimmerlampe, die hat Philipp gestern eingebracht. Dann habe ich Karls Schrank schon mal provisorisch eingeräumt. Eigentlich hauptsächlich nur so oben, wo er nicht rankommt. Ach ja, und Karl zeigt euch, wie er das Licht anmachen kann. Kannst auch wieder ausmachen, danke. Dann hat die Lampe hat Philipp angebracht, hier im Flur. Und diese Lampe, das ist im Prinzip dieselbe. Dann hat er hier in der Küche die Lampe ordentlich festgemacht. Ich lasse die erstmal. Wir haben da jetzt neue Glühbirnen eingesetzt. Die hingen bloß so halbwegs runter. Hier fehlt mir noch eine Lampe. Die kaufe ich dann noch bei Ikea. Und hier in der Kammer ist eine hässliche Lampe. Die muss ich dann auch noch ersetzen. Da hole ich mir auch noch eine neue. Und die Lampe hat Philipp auch ordentlich festgemacht. Da haben wir auch neue Glühbirnen eingesetzt, weil da ging nur eine. Das hier in der Ecke hat Philipp auch noch angebracht. Das hatte ich ja geholt gehabt und das ist jetzt auch da fest. So, ich melde mich auch mal wieder. Wir sind gerade vom Einkaufen zurückgekommen. Also wir sind jetzt gerade noch im Auto, wie man sieht. Ich habe total verpeilt. Eigentlich wollte ich schon vorher was filmen. Wir haben jetzt was fürs Abendbrot und für morgen fürs Frühstück geholt. Und ich habe das Auto voll getankt, denn ich werde morgen nach Osnabrück fahren. Allerdings alleine. Der Karl wird morgen mit Philipp zusammen zu
Philipps Papa fahren. Auf jeden Fall zeigen wir euch oben mal, was wir eingekauft haben zu essen. Wir waren noch beim Mediamarkt. Ich wollte eigentlich noch einen Saugnapf für meine kleine Actioncam holen, aber ich habe den zum einen nicht gefunden und zum anderen ist der online wahrscheinlich wesentlich günstiger. Und so dringend brauche ich den dann auch nicht. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, ihn zu kaufen. Genau, dann werden wir jetzt erstmal hochgehen. So, ich zeige euch jetzt, was wir zu essen geholt haben. Der Karl hat sich Pizza gewünscht und ich habe einmal hier mit Salami und Mozzarella und Pesto. Also Karl hatte sich was mit Salami gewünscht und er schafft keine ganze. Boah, ist das ekelhaft. Mit meinen Fingernägeln. Oh mein Gott, wenn ich schon daran denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Boah, jedenfalls, die ist schon ein bisschen aufgetaut, aber wir waren wirklich, also wir sind gerade im Rewe, waren da nur noch Tanke und sind dann zielgerichtet hierher gefahren. Und die Sache ist ja, dass wir noch keinen Kühlschrank haben. Oh, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, oder? Jedenfalls, wir halt dann auch nichts kühlen können und deswegen wir die Tiefkühlpizza dann direkt kaufen und dann gleich machen müssen, so wie jetzt. Ich packe die erste hier mal in die Mikrowelle. Wie gesagt, die kann ja auch Ofen. Deswegen ist das halt super praktisch. Das ist übrigens die andere, hat der Karl schon aufgemacht. Und zwar habe ich mir gestern Abend, eine halbe Stunde vor Mitternacht, einen Kühlschrank bestellt. Ich blende euch jetzt ein Bild ein. Der Kühlschrank ist nämlich ziemlich cool. Der ist rosa. Genau, ich zeige jetzt, was wir eben noch gekauft haben. Das ist für morgen für mich für die Fahrt. Wenn ich nach Osnabrück fahre, das ist für jetzt, hat der Karl sich gewünscht und die Reste halt für morgen früh. Dann habe ich generell mal noch ein Müsli geholt, bei uns das haben wir schon aufgegessen und das hier ist übelst lecker, ich liebe das. Dann habe ich noch Müllsäcke gekauft, sehr spannend. Die riechen, boah, ich wollte gerade das euch zum Riechen geben, die riechen nach Zitrone und die riechen echt intensiv. So, dann habe ich das hier noch geholt für morgen früh und das noch mal in einer anderen Sorte. So, ich präsentiere euch Karls erstes Stück Pizza. Es muss halt noch übelst abkühlen. Die Pizza ist wirklich gut geworden. Ich hatte die jetzt, glaube ich, 15 Minuten oder 17. Ich habe die jetzt, glaube ich, auf 17 gemacht bei 200 Grad Umluft und ja, die sieht super aus. Die Konsistenz ist perfekt. Schmeckt gut. Also ich habe hier schon diese kleine Ecke, die hier fehlt, schon gegessen. Und ja, hier sitzt noch die zweite drin. Melone haben wir auch schon ordentlich zugelangt. Und ja, wir lassen es uns jetzt auf jeden Fall erstmal schmecken. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich verlinke unten drunter das letzte Video und Instagram. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.